Hallo meine Lieben, heute habe ich ein Video für euch von meinen Geburtstagsgeschenken und zwar habe ich gedacht, ich zeige sie euch ganz einfach mal, weil ich habe mich dieses Jahr super gefreut. Ich habe viele schöne Sachen bekommen, die ich mir auch gewünscht habe zum Teil und ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die an mich gedacht haben, im Internet, persönlich, auf Arbeit und überall. Also ich habe mich sehr gefreut über eure Glückwünsche und über die Geschenke und ja, also vielen Dank. Und dieses Video möchte ich auch in keinster Weise als angeberisch oder sonstiges darstellen, sondern es ist einfach auch nur so, es ist jetzt ein bisschen wie so ein Haul an oder so ein Tippvideo, was ihr euch vielleicht mal wünschen könntet oder auch mal selber verschenken könntet, wo er vielleicht anderen eine schöne Freude macht. Ja, ich habe auch ganz viele Blumen bekommen. Ich werde mal sehen, ob ich euch da am Ende noch ein Foto vielleicht einblenden kann von meiner kleinen Geburtstagsecke. Und ja. Ich habe auch viele Karten bekommen, aber zwei haben mir ganz besonders gefallen. Die möchte ich euch zuerst mal zeigen. Und zwar einmal die hier von meinem Bruder. Das ist so eine Fächerkarte, die kann man noch so aufklappen. Dann ist es wie ein großer Fächer. Und da hat er hier ein paar ganz liebe Glückwünsche für mich reingeschrieben. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut. Und von meiner Mama und meinem Papa habe ich eine Karte bekommen. Die passt auch zu dem Geschenk, was ich von ihnen habe. Und zwar sind hier so High Heels drauf und Lippenstift und Taschen und so. Und die ist auch so schön glitzerig und ja, also total cool. Und falls ihr im Hintergrund jetzt was hört, mein Papa staubsaugert gerade. Von meiner Mama und meinem Papa habe ich jedenfalls diesen Douglas-Gutschein hier geschenkt bekommen. Da kann ich mir was kaufen. Also ich habe auch schon was im Blick. Ich möchte nochmal beim Mac bestellen oder von Mac was bestellen. Und ja, dann habe ich diese Handcreme noch bekommen von Dalan de Olive. Das ist so eine Hand- und Körpercreme. Die finde ich ganz interessant. Da habe ich jetzt schon viel Positives drüber gehört. Die gibt es beim Douglas für um die 2 Euro ungefähr. Und ja, also mit Olive kann ja nicht schaden. Und da ich im Kindergarten sowieso immer sehr trockene Hände habe, ist das auch immer ganz gut. Und dann habe ich noch von Ihnen einen TK Maxx Gutschein bekommen, weil ich habe mir eigentlich eine neue Handtasche gewünscht. Und ich kaufe ganz oft bei TK Maxx Handtaschen, weil ich finde die da sehr hübsch und die haben eine große Auswahl. Aber diesmal war halt nichts so richtig dabei und darum, ja, darum haben sie mir einen Gutschein geschenkt. Dann habe ich von meinem Freund bekommen, ich habe es mir so lange schon gewünscht, seit es auf den Markt gekommen ist damals, habe ich es mir gewünscht und zwar von Valentino das Valentina Parfum in der 50ml Flasche. Ich liebe diesen Duft einfach, aber ich denke, es ist so ein Duft, den muss man auch lieben, sonst ist er glaube ich nichts. Weil er ist sehr schwer, er riecht sehr blumig, richtig intensiv blumig. Und er hält auch super lange vom Duft an. Also es ist nicht so ein 0815 Duft, der nach 3 Sekunden wieder verflogen ist. Also da habt ihr wirklich was, aber der ist halt auch recht teuer, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe ihn mir so lange gewünscht und ich habe mich jetzt super gefreut, dass mein Freund ihn mir geschenkt hat. Ist auch total schön, dieser Flakon hier mit diesen Metallblüten und so. Also ich... Ja, das ist so ein Parfum, mit dem muss ich ganz vorsichtig umgehen, weil das werde ich, glaube ich, nie wieder bekommen. Dann habe ich noch von meinen lieben Schwiegereltern bekommen, habe ich mir auch sehr gewünscht, meine derzeitige Lieblingsserie True Blood. Das ist die 6. Staffel. Ich hatte ja zu Weihnachten die ganzen anderen 5 Staffeln und die hat aber noch gefehlt und die habe ich jetzt noch bekommen. Und nun kann ich noch weiter angucken. Es kommt bald irgendwann die 7. Staffel raus, die läuft, glaube ich, gerade in den USA. Und ja, also freue ich mich jetzt, dass ich da weiter angucken kann. Ich wollte auch mal so ein Vergleichsvideo eventuell machen zwischen True Blood und Vampire Diaries. Mal gucken. Und ja, also wie gesagt, eine coole Serie, die sogar meinem Freund mal gefallen hat. Und das hat was zu bedeuten, weil er ist echt kein Vampir-Serien-Film-Dings-Freund. Also der guckt sich das mal an, aber bis ihm da irgendwas gefällt, das dauert schon eine Weile. Dann habe ich ebenfalls noch von meiner Mama so eine schöne Seife bekommen aus dem DM von Balea. Duftseife, frische Versuchung. Die riecht echt gut, aber ich kann euch nicht sagen nach was. Also so nach Blütenduft irgendwie. Limette auch vielleicht ein bisschen. Dann von meiner Tante habe ich einen DM-Gutschein bekommen. Den finde ich total hübsch, also... Der ist echt schön, da sind ja so kleine Schmetterlinge, die sind so wie 3D-Optik, also die erfüllt man hier so. Und auch die Karte an sich finde ich echt sehr schön. Und ja, habe mich auch sehr gefreut. Da kann ich wieder einen schönen DM-Haul machen. Dann habe ich vom Douglas an sich, von dieser Douglas-Karte,
Glückwünsche bekommen und diesen 5-Euro-Gutschein, den man da immer bekommt, wenn man Douglas-Card-Kunde ist. Und jetzt der Rest ist eigentlich noch kosmetisches Zeug, was ich mir zum Großteil gewünscht habe. Und ein Teil, das ich ganz schön fand, das habe ich selbst entdeckt. Und zwar von Pure Minerals. Ich kenne das leider gar nicht. Art Decay. Oh Gott. Art Decadence oder so ähnlich. Also ihr seht es ja. Das ist so ein Kit mit 5 Kosmetikteilen. Die Box finde ich erstmal auch ganz hübsch gemacht. Also, und dann habt ihr hier die Sachen. Ihr denkt jetzt, es sind ja nur 4, aber dieser Stift hier hat so eine Doppelseite. Einmal ist hier so ein ganz knallig pinker Nagellack dabei. Dann hat er eine Farbbezeichnung. Ja, ich glaube, der hatte eine Farbbezeichnung. Boutique Pink. Boutique Pink heißt die Farbe. Dann ist hier so ein richtig cooler Lipgloss. Den finde ich echt hübsch. Der ist so goldrot-pinkfarben. Das ist Vintage Pink. Den finde ich echt schön von der Farbe her. Also ich hoffe, dass der sich gut anfühlt auf den Lippen und nicht so klebrig ist. Also der ist echt, echt schön. Und dann dieser Stift hier. Den finde ich auch super interessant. Golden Edge heißt der. Und da habt ihr auf einer Seite hier so einen kupferfarbenen, wie sagt man da, ach, Eyeshadow-Stick. Kupferfarbenen Eyeshadow-Stick. Und auf der anderen Seite ist ein dunkelbrauner Eyeliner. Das Set ist vom TK Maxx. Also ich weiß nicht, ob ihr das da überall bekommt oder so. Aber ich fand das echt schön. Hab mich auch sehr gefreut. Und dann das Highlight in diesem ganzen Set ist eigentlich der Highlighter / Bronzer. Und zwar Mosaic Highlighter Powder Ornamental heißt der. Und der ist so wunderschön. Der hat so einen schönen goldenen Schimmer. Also ich denke, das ist wahrscheinlich auch eher so ein Bronzer. Den finde ich so hübsch. Der hat noch so einen leichten Lila mit drin und Braun und Gold. Und ja, vielleicht auch ein schöner Lidschatten. Also echt wunderschön. Sowas habe ich noch nirgendwo gesehen und da habe ich mich super gefreut. Also das ist echt ein tolles Set. Definitiv auch zum Verschenken. Dann habe ich bekommen einen zu Eva Pinsel und zwar die 234 Lux Smoky Shader. Den habe ich noch nicht. Na, ich kriege den. Der ist wieder ganz weich. Also das ist halt so ein ganz typischer Lidschattenpinsel, so ein bisschen dünner gebunden und so kuppelig auch. Also ich finde den sehr schön, super weich und die zu Eva-Pinsel sind sowieso immer super. Da kann man definitiv nie was falsch machen. Hier ist auch noch der Preis drauf, 7,99. Also definitiv super. Und dann habe ich von meinen Eltern auch noch passend dazu gleich 2 zu Eva-Paletten bekommen. Und zwar habe ich mir die super gewünscht. Also die wollte ich unbedingt haben. Das ist einmal die Rose Golden Palette. Ich glaube, die ist zurzeit bei Douglas immer ausverkauft, aber die ist direkt von zu Eva. Und die hat super schöne Farben. Ich finde die so schön. Also ihr habt hier 10 Farben. Also ihr habt unten so eher so matscheligere Farben, würde ich sagen. Also die zwei sind matt und der hier oben ist auch matt. Und die anderen sind alle schimmrig. Und am besten gefällt mir diese Farbe hier. Dann die hier unten, weil die jongiert so goldrosa hin und her. Also je nachdem, wie das Licht einfällt, jongiert die hin und her. Also das finde ich so interessant. Das ist so eine tolle Palette. Die kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr euch am Überlegen seid, ob ihr euch mal so eine zu Eva Palette holt, dann kauft euch auf jeden Fall die hier. Weil die ist echt bis jetzt so die ich sage, die ist absolut am schönsten. Die kosten um die 17 Euro, meine ich. Ja. Und dann habe ich noch diese hier bekommen. Die hatte ich auch schon ganz lange auf meiner Wunschliste stehen. Das ist die Naturally Yours Palette. Wie der Name schon sagt, eher so natürliche Farben. Und bei der finde ich die hier am interessantesten, weil die changiert so grün-braun hin und her. Das kann man gar nicht so richtig einfangen, aber die ist so wunderschön. Die ganze Palette, ihr habt hier wieder 1, 2, 3... 4, 5 matte Töne.
Also die hier sind matt, die drei, und diese beiden. Das hier ist so eine samtige Farbe, und die anderen vier sind schimmrig. Also auch eine sehr, sehr schöne Palette, super für Alltagslooks. Habt ihr auch eigentlich so von den Farben alles drin, was man so braucht. Ich finde hier auch die Lidschattengrößen technisch gesehen wirklich sehr, sehr gut. Also ich meine, die Sleek-Paletten haben, glaube ich, 12 Farben oder auch 10, ich weiß es gar nicht. Aber die sind halt um einiges kleiner. Also hier habt ihr echt schon viel Produkt drin für sehr wenig Geld. Dann habe ich von meiner Oma noch was bekommen, und zwar die The Colossal Go Extreme Volume Blub Dings Mascara und diesen Baby Lips Berry Bomb dazu, in diesem Lila. Ich mache euch das hier mal auseinander. Also, ich denke, ihr seht das. Das gab es eine Zeit lang bei DM. Meine Oma hat es bei Kaufland mitgenommen. Da war ich dabei, als sie es gekauft hat. Und da war es super günstig, und darum habe ich ihr das mehr oder weniger auch in den Wagen gelegt. Und habe gesagt, Oma, nimm mir das mal bitte mit für den Geburtstag. Und ja. Und dann hat sie mir noch einen MAC-Lippenstift geschenkt und Geld. Also ich bekomme von meinen Omas grundsätzlich immer Geld. Und dann halt nur noch so ein bisschen was Kleines dazu. Und darum hat sie mir dann noch so einen MAC-Lippenstift dazu geschenkt. Den habe ich mir auch gewünscht. Das ist der Viva Glam Miley Cyrus Lippenstift in Amplify Finish. Und den finde ich so wunderschön. Das ist so ein kräftig knalles Pink mit so einem Roteinschlag. Also das ist so ein Rot-Pink, aber ich finde den so wunderschön. Ich habe den jetzt auch noch nicht benutzt. Also das ist noch total unangeditzt. Ja, also eine wunderschöne Farbe. Ich finde auch den Gloss ganz schön, aber ich bin halt nicht so ein Gloss-Liebhaber. Und darum habe ich da lieber die Finger weggelassen und ja, nur den Lippenstift. Und dann habe ich noch von meiner Mama den Cinderella MAC Lippenstift bekommen. In der Farbe Royal Ball. Das wusste ich aber, da habe ich mich auch selber drum gekümmert. Also, ich habe den bestellt und dann habe ich ihn mir einfach nur schenken lassen. Speicherkarte voll. Jedenfalls, dieser Lippenstift ist so wunderschön. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, den gibt es ja gar nicht mehr. Ja, der war super schnell ausverkauft. Ich hatte Glück, ich hatte an dem Tag, als die LE online kam, Urlaub und habe sozusagen den ganzen Tag da vom PC gewartet. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe den Lippenstift mir so sehr gewünscht. Das ist so eine schöne Farbe. Erstmal die Optik vom Lippenstift allgemein ist wunderschön mit diesem Perlmuttschimmer in der ganzen Verpackung und dann dieses Gold hier. Und die Farbe ist so schön. Das ist so ein schöner Nude-Ton. Also man könnte jetzt sagen, so ein Fleischwurst-Ton. Aber ich finde den so schön. Vom Finish her ist es Lustre-Finish. Also mal gucken. Die finde ich eigentlich immer ganz schön. Die halten auch recht lang. Und ja, also diese Farbe, die habe ich mir so für meine MAC-Sammlung gewünscht. Ein toller Lippenstift. Und das letzte, was ich bekommen habe, das habe ich auch sogar schon einmal ausprobiert. Und zwar ist das die Benefit Roller Lash Mascara. Das ist diese neue. Hier steht Bye Bye Wimpernzange. Und ich muss auch sagen, das stimmt, die ist echt krass. Also das erste Mal, dass ich sie benutzt habe, muss ich so sagen, wow. So ein mega Volumen. Und auch der Schwung war super. Also Wahnsinn, ich war echt überrascht, also es ist echt krass gewesen. Die finde ich auch optisch recht cool. Die hat hier so einen Gummigriff und dann hier unten, sie erinnert mich so ein bisschen an den zugeklappten Schirm irgendwie. Also ich finde die echt hübsch. Und ja, das ist das Bürstchen. Super schön, also ich finde die echt klasse. Die ist auch nicht ganz günstig. Ich weiß, die kostet 24,90 oder sowas. Aber, also ich finde sie echt krass und muss sagen, das Geld lohnt sich, denke ich mal. Weil bis jetzt, also so erster Eindruck war eigentlich wirklich sehr gut. Ja. So, das war's mit diesem Video. Das waren meine Geburtstagsgeschenke. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ich habe mich super gefreut. Ich kriege noch was von meiner anderen Oma. Die kommt erst nächste Woche, wenn meine Mama Geburtstag hat. Aber ich denke, da werde ich auch Geld bekommen. Also so ist es eigentlich jedes Jahr. Ich glaube, sie hat auch schon sowas zu mir gesagt. Und ich bekomme dann immer nur noch so irgendwas Kleines dazu. Ein Parfümchen oder irgendwas. Aber ich dachte, ich warte jetzt nicht mehr so lange, sondern zeige es euch jetzt gleich noch. Dann kann ich auch bei mir so ein bisschen Ordnung machen im Zimmer. Und ja. Also dann war es das heute für heute. Und wie gesagt, ich versuche jetzt mal noch ein Bild anzuhängen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!